Auf der Kinderstation ist Dr. Magda Kauderbach auf Visite bei einer Schülerin, der kürzlich die Mandeln entfernt wurden. Ihr geht es gut, doch ihre zukünftige Bettnachbarin wird der Ärztin großen Kummer bereiten. Wenn du irgendwie Probleme hast, wenn es dir schlecht geht, wenn du Schmerzen hast, bitte gleich melden. Außerdem ist wichtig, dass du noch ein bisschen im Bett bleibst. Also ich schau dann auch noch mal vorbei. Bis dann. Tschüss. Um dieses Mädchen muss sich die Kinderärztin nicht mehr groß sorgen. Doch im Behandlungsraum nebenan wartet eine Patientin, deren Geschichte allen ans Herz gehen wird. Hallo, guten Tag. Hallo, was Hallo. Ist denn hier los? Guten Tag. Das ist die Familie Klose. Klose? Ja, guten Tag erstmal Hallo. Kauderbach, ich bin die Kinderärztin hier. Guten Tag, hallo, was ist denn mit dir? Wir waren in der Notaufnahme, also ja. Hab sie von der Notaufnahme mitgebracht. Leg dich ruhig hin. Starke Bauchschmerzen, Sportunterricht. Mhm. Ultraschall wurde gemacht, erstmal ohne Befund. Ohne Befund, okay. Ja, und was hast du denn? Tut dir der Bauch so doll weh? Kannst du dich gar nicht richtig gerade hinlegen? Wir wurden von der Lehrerin angerufen, dass ihr Sportunterricht zusammengebrochen sei wegen den starken Bauchschmerzen. Und ja, wir wissen nicht, was es ist, dass sie sofort ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Wollen wir mal schauen. Ich will mal einmal deinen Bauch untersuchen, ja? Ist ja ganz tapfer, prima. Wie heißt du nochmal? Lea Klose. Lea heißt du. Wie alt bist du denn? 10. Okay, Lea, ich muss jetzt mal deinen Bauch mir mal angucken. Ne? So, wenn wir erst mal hören. Oh, da grummelt es aber ganz schön in deinem Bauch. Und jetzt muss ich deinen Bauch noch einmal abtasten, ja? Ich mach mal ganz vorsichtig. Oh, das tut schon so weh. Oh, der Bauch ist ja wirklich bretthart. Hm. Hat sie ihren Blinddarm noch? Nee, der ist raus. Ach ja, ich sehe hier, ja. Anderthalb Jahre. Ja, genau. Mein erster Eindruck von der kleinen Lea war, dass sie extreme Bauchschmerzen hatte. Sie war sehr leidend, hat wirklich eben auch einen brettharten Bauch gezeigt, sodass ich hier vermutet habe, dass da wirklich eine ernste Ursache vorhanden sein musste für ihre Beschwerden. Gut, hat sie denn sonst häufiger schon Bauchschmerzen gehabt? Gar nicht. Ich mach erst mal wieder zu. Genau, sonst wir haben sie seit einem Jahr auch erst, sie ist Pflegekind. Mhm. Genau, deswegen können wir jetzt nicht so viel über ihre Vorkrankungen. Sind sie nur die Pflegeeltern oder? Adoptiveltern. Genau. Schon Adoptiveltern. Pflege und jetzt seit einem Jahr sind wir die Adoptiveltern. Genau. Ah, ja, das ist mir das mit dem Blinddarm. Aber es war halt vorher nichts. Ich würde sagen, wir müssen jetzt als erstes dringlich mal eine Abdomenübersichtaufnahme durchführen, um uns weiter zu orientieren. Ja, wenn wir bitte gleich mal im Röntgen anrufen. Wir würden jetzt einmal den Bauch röntgen und gucken, ob da eben Auffälligkeiten zu finden sind. Das Adoptivkind wird sofort von Pfleger Dennis in die Radiologie gebracht. Die besorgten Eltern weichen nicht von ihrer Seite. 30 Minuten später krümmt sich das Mädchen noch immer vor Schmerzen. Und die Röntgenbilder zeigen deutlich, warum. Oh, was ist das denn? Das ist ja hier, wir sehen hier, da ist ja ein ganz ungewöhnlicher Gegenstand. Das ist ein röntgendichter Gegenstand hier im Magen-Darm-Bereich. Ist das ein Knochen? Das ist ja, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ist auf jeden Fall sieht er relativ spitz aus und nicht genau zu definieren. Wir haben also im Darmbereich einen Fremdkörper festgestellt, einen röntgenfesten Fremdkörper, der recht spitz und eben auch relativ groß aussah, sodass ich da wirklich zum Handeln gezwungen wurde. Da ist was in deinem Bauch drin, was da gar nicht hineingehört. Und das kann natürlich sein, dass das deine dollen Bauchschmerzen jetzt ausgelöst hat. Hast du was verschluckt? Hast du eine Idee, was das sein kann? Nein. Bist du ganz sicher, dass du nichts verschluckt hast? Ja, ich habe nichts verschluckt. Also, was hast du denn heute gegessen? Also, irgendwas gegessen, von dem du dich erinnern kannst? Gar nichts. Wurdest du in der Schule vielleicht gezwungen, irgendwas zu essen? Ist irgendwas? Ist das so eine Mutprobe gewesen? Hast du? Nein. Fällt dir gar nichts dazu ein, was das sein könnte, weil sowas hat man normalerweise nicht im Bauch. Mit den Fremdkörpern im Magen-Darm-Trakt ist es so, dass natürlich einige von selber wieder abgehen auf natürlichem Weg. Gefährlich wird es natürlich, wenn ihr Fremdkörper im Magen-Darm-Trakt sich dann doch irgendwie verhakt oder schlimmstenfalls halt auch die Darmwand dann durchstößt, also perforiert, dann kann es natürlich zu schweren Entzündungen kommen. Ich denke, weil sie ist ja so empfindlich im Bauchraum, also ich glaube nicht, dass wir darauf warten können, dass dieser Gegenstand, von dem wir ja gar nicht mal wissen, was das überhaupt ist, und der sieht ja schon recht spitz aus, da müssen wir schon gucken, dass wir den entfernen. Und wir versuchen jetzt, den Gegenstand über eine endoskopische Entfernung, also über den Magen-Darm-Trakt von oben, zu entfernen. Wenn wir Glück haben, ist er noch gut erreichbar und wir können ihn dann eben so ohne Operation entfernen. Wenn das nicht möglich ist, müssten wir unter Umständen eben direkt operieren, also eine Notoperation durchführen.
Leider konnte das Ärzteteam den Gegenstand nicht per Magenspiegelung aus dem Verdauungstrakt entfernen. Die 10-Jährige wird anschließend sofort für die angekündigte Not-OP vorbereitet. Im Einleitungsraum wird klar, welche Ängste das adoptierte Kind kurz vor dem Eingriff quälen. Na, Mäuschen, ich wollte noch mal nach dir schauen, ne? Und dir sagen, dass deine Eltern oben in der Kinderklinik warten, auf der Station in deinem Zimmer. Nun, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Die machen sich sowieso keine Sorgen um mich. Doch, bestimmt. Die schicken mich doch sowieso wieder ins Heim. Warum das denn? Wieso sollen die denn sowas machen? Du, wir haben jetzt alles vorbereitet. Ich glaube, wir legen mal los, oder? Hm. Damit das mal schnell vorbeigeht, ja. Alles Gute. Pass mal auf. Vielen Dank. Okay, erstmal, dann wird alles gut. Bis später, ne? Bis später. So, Lea, ich gebe dir jetzt ein bisschen Sauerstoff mit der Maske auf die Nase. Da atmest du einfach mit offenem Mund tief ein und aus, ja? Und ich gebe ihr das, die Spritze schon. Und wenn alles vorbei ist, wecke ich dich wieder auf, ne? So, dann träumst du jetzt gleich süß. Die OP verläuft planmäßig. Doch auch nach Entfernen des Fremdkörpers werden die Probleme des Mädchens nicht abreißen. Zu diesem Zeitpunkt erkennen weder Dr. Magda Kauderbach noch die Adoptiveltern, dass seelische Qualen hinter dem Krankheitsbild stecken. Hallo Lea. So. Wie geht's dir denn? 36,8, Temperatur in Ordnung. Ist in Ordnung, ja? Ja, sie ist ja gerade zurückgekommen, ne? Die Operation ist gut verlaufen, das hat alles prima geklappt. Wir konnten den Fremdkörper auch problemlos entfernen. Ich habe das mal mitgebracht. Ist das ein Anspitzer? Wie kommt den haben wir aus ihrem Darm entfernt. Wie kommt das denn? Lea, hast du eine Idee? Kennst du diesen Anspitzer? Lea, hast du keine Idee, wie der in deinen Bauch gekommen ist? Nein. Weißt du gar nichts? Gut. Ich habe auf jeden Fall mit der Schule telefoniert. Ja. Die Lehrerin sagte auch, dass es kein Mobbing oder sowas gab. Also ist hundertprozentig geklärt. Sie hat das im Blick da auch. Ja? Ja. Sie würde das bemerken. Ja, dann die auch. Ist sehr einfühlsame Lehrerin und die hat das auch mit der Klasse nochmal geklärt. Ja? Okay. Oh je. Nee, ist dir schlecht? Hier rein. Oh mein Gott. Oh je, was ist denn mit dir? Ne? Nach der OP kann ja natürlich mal ein bisschen übel sein, aber. Das sieht das ja schon ein bisschen seltsam aus. Ne? Das hat ja schon eine auffällige Farbe. Was ist das denn? Da sind so Bröckchen drin. Das ist so ein bisschen bröckig. Sieht ja aus wie fast wie eine Vergiftung. Oder könnte ja fast sein wie so ein bisschen Kreide oder so sieht das aus. Grün. Ne? Ich will sie einmal noch mal untersuchen. Erst dachte ich, naja, Post-OP kann das schon mal vorkommen. Als ich dann aber gesehen habe, dass dieses Erbrochene ganz giftgrün war und mit Bröckeln durchsetzt, habe ich zunächst an eine Vergiftung gedacht. Als ich die Bröckel dann näher in Augenschein genommen habe, sah es aus wie Kreide, sodass wir hier auch völlig unklar waren, wie auf einmal Kreide in das Erbrochene gekommen ist. Ich denke, wir werden sie jetzt erstmal hier beobachten. Ach. Na, Ihnen geht's ja auch gar nicht gut, ne? Schatz. Oh Mann, ich mache mir so Sorgen. Ich frage dich jetzt besser erstmal nach Hause. Ja, ich denke auch. Ich glaube, das hat jetzt keinen Sinn, dass Sie sich erstmal ein bisschen zu Hause ausruhen. Die Lea ist ja bei uns hier in guten Händen. Wir kontrollieren sie kurzfristig. Ich komme gleich auf jeden Fall wieder, Schatz, okay? Und dann werden wir das jetzt erstmal beobachten, ob das noch häufiger auftritt. Sonst müssen wir gegebenenfalls noch eine weitere Untersuchung einleiten. Jetzt erstmal bei ihr. Ja? Ja? Okay. Die Mutter kann ihre Angst kaum verbergen. Um ihr geliebtes Adoptivkind nicht noch mehr zu beunruhigen, raten die Ärzte den Eltern erst einmal selbst durchzuatmen. Die Kinderärztin und Pfleger Dennis suchen wenig später noch einmal das Gespräch mit dem Mädchen, um herauszufinden, warum es ungenießbare und gefährliche Dinge verschluckt. Wie geht's? Hm? Gut, hast du gut geschlafen? Ja. Ja? Okay. Du sag mal, wir haben gerade noch mal uns das noch mal angeschaut, was du erbrochen hast. Ich denke, du müsstest eigentlich schon wissen, wieso das so grün war. Hm? Nein. Da waren ja auch so kleine Bröckelchen, ne? Das war ganz sicherlich grüne Kreide. Also das muss ja irgendwie in deinen Bauch gekommen sein. Ich denke, hast du das gegessen? Nein. Lea, das kann aber gar nicht sein. Nach einer Operation erbricht man nicht grüne Kreide. Die ist nicht bei der Operation in deinen Bauch gekommen. Das muss irgendwie anders passiert sein. Das wäre schon wirklich ganz, ganz wichtig, dass du uns das sagst, was da passiert ist. Also, ich will mich da jetzt gerade gar nicht so wirklich einmischen. Ja.
Aber ich habe schon gesehen, dass Lea die Kreide gegessen hat. Natürlich stimmt das. Sie hat Kreide gegessen? Aber wo hast du denn die Kreide? Grüne Kreide aus ihrer Tasche rausgeholt und die gegessen. Aus der Tasche? Aus dieser Tasche hier? Ja, irgendwo im Vorderraum. Lea, ist das deine Tasche hier? Nein. Ist nicht deine Tasche? Natürlich. Doch, ist das, ne? Das deine ist doch ihre Tasche. Tasche. Okay. Und da hat sie Kreide rausgenommen. Mhm, aus okay, der ich gucke mal, jetzt, da muss ich jetzt dann doch mal rein. Ja, das schau mal müssen rein. Wir jetzt mal abklären. Gar nicht. Zeig ich mal. Überhaupt nicht gelogen. Lea. Ach, guck mal hier. Lea, was ist das denn? Das ist ja grüne Kreide. Das ist das, was sie genommen hat. Ja. Das ist ja genau das, auch, was wir halt im Erbrochenen festgestellt haben. Ja. Lea. Wie ist denn diese grüne Kreide in deinen Bauch gekommen? Du musst sie doch gegessen haben. Weißt, wir haben ja erst auch gedacht, dass das durch das Mobbing vielleicht ausgelöst ist in der Schule, dass dich deine Mitschüler dazu gebracht haben, aber dass du den Anspitzer geschluckt hast. Aber die Kreide, die hast du ja hier im Krankenhaus jetzt ganz freiwillig zu dir genommen. Hat das damit zu tun, was eben passiert ist? Vor der Operation hast du mir doch irgendwas mit dem Heim erzählt. Hat das damit zu tun? Nein. Lea, was machst du denn da? Lea, was machst du denn da? Oh je, da blutet er ja schon. Oh, kannst du bitte noch mal schnell eine Pinzette holen, dass wir das noch säubern können? Lea, nichts runterschlucken, gleich alles ausspucken, komm. Jo. Das blutet alles. Dennis, holst du schnell bitte eine Pinzette und hol die Tupfer, dass wir das alles entfernen können. Ich nehme das hier schon mal so einmal noch mal raus. Nicht bewegen, nichts runterschlucken. Ich war völlig erschrocken. Das Kind hatte die Glassplitter im Mund, die Lippen bluteten und ich war völlig perplex. Hab unseren Pfleger dann schnell dazugerufen, der eben Pinzette geholt hat und wir haben versucht, schnell den Mund von den Glassplittern zu befreien. So, prima, das ist gut. Nochmal schauen. Ja, einmal nochmal den Mundspatel bitte. Streck mal ganz weit die Zunge raus. Ja, hier blutet es überall noch. Einmal noch mal leuchten, Moment. So, noch mal ganz weit aufmachen. Ja, gut, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Ich denke, die größten Teile hast du Schmerz? Haben wir entfernt. Ja, wir spülen jetzt noch mal bitte. Ja. Gut spülen und dann wieder hineinspucken. Super, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich denke, das alles Weitere müssen wir dann im Behandlungsraum noch mal genau klären, dass sie nicht doch noch kleine Splitter zu sich genommen hat. In der anschließenden Untersuchung konnten glücklicherweise keine weiteren Glassplitter im Mund- und Rachenraum der Zehnjährigen entdeckt werden. Deren Eltern wurden nach dem alarmierenden Vorfall umgehend informiert und sind sofort in die Klinik geeilt. Dort erklärt die Ärztin, was passiert ist. Sie hat eine leichte Verletzung im Mundbereich, aber nur eine kleine Lippenverletzung. Alles andere konnten wir zum Glück entfernen. Also sie hat auch keine Scherben mehr. Nö, das ist weiter jetzt nicht so schlimm. Aber die Frage ist jetzt eben, warum macht sie das überhaupt? Sie hatte mir vor der Operation hatte sie gesagt, dass sie Angst hat, dass sie wieder zurück ins Heim schickt. Was? Nein, warum? Können wir zu ihr? Ja, also ich denke, es ist nur mal zusammen mal rein. Lea wirkte ja insgesamt sehr zurückgezogen, machte einen sehr unglücklichen Eindruck und hat eben auch ja diese sehr seltsame Symptomatik des Essens von unverdaulichen Gegenständen gezeigt, sodass ich dann doch schon den Verdacht auf ein Pica-Syndrom bei mir entwickelt habe, dass es eben schon meistens durch eine schwere psychosoziale Belastungsstörung ausgelöst. Hey, was ist denn los? Warum hast du denn die Kreide gegessen? Rede doch bitte mit uns, Lea. Machen uns so Sorgen. Oh, ich habe von euch letztens ein Gespräch gelauscht. Und da habe ich gehört, dass du schwanger bist. Und du kriegst ein leibliches Kind. Ja, und da könnte es ja sein, dass du nicht ganz heim schickst. Das ist doch was Schönes. Dann bekommst du einen kleinen Bruder. Dann werden wir eine größere Familie. Niemals würden wir dich wieder wegschicken. Quatsch. Wir ziehen um und du kriegst dein eigenes Zimmer und ein Geschwisterchen. Mein Gott, wir lieben dich doch wie unsere eigene Tochter. Du bist unsere Tochter. Süße. Mann, das nächste Mal redest du mit uns. Du musst nicht so lebensgefährliche Sachen machen und Spitzer essen oder ins Glas beißen. Weißt du, was wir uns für Sorgen gemacht haben? Ach, nee, man muss mit den Eltern reden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer Bescheid sagt, wenn man Sorgen hat. Mach doch gar nicht richtig Sorgen. Natürlich machen wir uns Sorgen. Süße, du bist unsere Tochter. Mein Gott. Und das ändert auch nichts daran, dass ich schwanger bin oder du ein Geschwisterchen kriegst. Du bist ja nur eine ältere Schwester. Das ist doch was Schönes. Hauptsache, du bist gesund, Schatz. Ja. Versprichst du uns, das nächste Mal mit uns zu reden? Bitte. Versprochen, Mama, Papa.
Oh. Das hat sie noch nie gesagt. Also. Wenn man bei Kindern ein Pika-Syndrom feststellt, ist es eben ganz, ganz wichtig, eine entsprechende psychische Belastungssituation zu ändern, wenn es möglich ist. In diesem Fall war das jetzt ja durch genaues Befragen und dadurch, dass wir eine Ursache gefunden haben, relativ gut möglich. Anderweitig sind sonst unter Umständen langwierige psychologische Behandlungen erforderlich. Besprecht ihr euch erst noch mal in Ruhe. Ja. Wir sehen uns dann später noch mal wieder, ja? Okay. Dann erstmal alles Gute. Mittlerweile hat sich die kleine Patientin sowohl körperlich als auch seelisch komplett erholt und fühlt sich in ihrer Adoptivfamilie sicher und geborgen. Sie freut sich sehr auf ihren kleinen Bruder, der in 4 Monaten das Licht der Welt erblicken wird.